gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Entschuldigung, genau. Ich bin ein Riesenfan von dem Gerät, das du mir empfohlen hast, Tanja. Danke nochmal. Unsere Nachbarschaft gewinnt mit den Expert-EM-Angeboten. Der Xiaomi E-Scooter mit 60 Kilometern Reichweite für 549 Euro und den E-Scooter von Segway Ninebot mit einer Reichweite von 70 Kilometern für 799 Euro. Jetzt bei Expert. Ihre Expert-Fachmärkte in Hoyerswerda, Cottbus, Görlitz, Bautzen, Zeesen, Rangsdorf, Fürstenwalde und Bischofswerda. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zur Drehscheibe Lausitz am Mittwoch, dem 26. Juni. Die Kleinsten brauchen oft die größte Hilfe und Unterstützung. Viel Zeit und Geduld, aber auch ein bisschen Geld spielt dabei eine Rolle. Wie gut, dass in Finsterwalde die Sparkassenstiftung die Kleinsten dabei groß auf dem Schirm hat. Im Rahmen des Jubiläums des Knacksclubs der Sparkassen unterstützt die Sparkassenstiftung Zukunft Elbe-Elsterland Projekte von Kindertagesstätten in Elbe-Elster. Die Übergabe der symbolischen Schecks erfolgte nun in der evangelischen Kita Regenbogen in Finsterwalde. Jene Kita wird mit einem Preisgeld von 5.000 Euro für die geplante Neugestaltung des Außengeländes der Kindertagesstätte unterstützt. Weitere 5 Preisgelder in Höhe von jeweils 1.000 Euro gingen unter anderem an das evangelische Kinderhaus St. Raphael in Finsterwalde und die Kita Waldhaus in Bad Liebenwerda. Insgesamt hatten sich 25 Kindertagesstätten aus Elbe-Elster beteiligt. Sie wurden alle mit jeweils 500 Euro Unterstützung bedacht. Ja, alle schön winken in die Kamera, jawohl. Ja, perfekt. Im wahrsten Sinne vom Blitz getroffen ist die Ampelanlage am Neustädter Bahnhof in Hoyerswerda. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen in den nächsten Tagen ohne die Lichtregelung auskommen. Die Ampelanlage an der Kreuzung Südstraße-Bautzener Allee wurde letzte Woche vom Blitz getroffen und ist seitdem nun außer Betrieb. Die zentrale Steuerung der Ampel muss ersetzt werden. Aufgrund längerer Lieferzeiten kann das noch bis zu 4 Wochen andauern. Die Stadtverwaltung ruft alle, die die Kreuzung überqueren wollen, zu besonderer Vorsicht auf. Strahlender Sonnenschein empfing die Gäste am vergangenen Samstag im Schlosspark Saalgast. Der Heimatverein lud Europas wohl erfolgreichste ABBA-Revival-Show vor die malerische Kulisse des Schlosses ein. Zahlreiche Besucher und Gäste ließen sich von einem bezaubernden Showerlebnis im Outfit der 70er Jahre mitreißen. Bei den Hits von ABBA wurde nicht nur mitgesungen, sondern auch ausgelassen getanzt. Der landschaftlich geprägte Schlosspark bot dabei die perfekte Bühne für die nostalgische Reise in die Vergangenheit und trug zur besonderen Atmosphäre des Abends bei. Die St. Johanneskirche in Reichenbach, unweit von Görlitz, hat ihre Ursprünge im 13. Jahrhundert als Wehrkirche. Nach einem verheerenden Stadtbrand wurde die Kirche in den Jahren 1670 bis 74 wieder aufgebaut. Am vorigen Wochenende wurde das 350. Kirchweihjubiläum gefeiert, mit einem festlich gestalteten Gottesdienst am Sonntag. Und seit diesem Tag läuten auch die Glocken wieder. Das Geläut war schon lange verstummt, doch durch den Guss von 2 neuen Glocken und der Erneuerung des Glockenstuhls ist über Reichenbach nun wieder Glockengeläut vom Turm der St. Johanneskirche zu hören. Anlässlich des 350. Kirchweihjubiläum der evangelischen St. Johanneskirche in Reichenbach in der Oberlausitz feierte die Gemeinde gleich 4 Tage lang, vom 20. bis 23. Juni. Konzerte, Vorträge, Buchvorstellungen und nicht zuletzt die Vorstellung der Glocken durch einen Sachverständigen und einen Glockengießer standen auf dem Programm. Denn das ehemalige Geläut wurde durch den Guss von 2 Glocken wieder vervollständigt. Dahinter steht eine jahrhundertelange Geschichte von Krieg, Zerstörung, verstummten Glocken. Der Festgottesdienst am Sonntagvormittag bildete dann den Höhepunkt des Festereignisses.
Bischof Christian Stäblein predigte: Glauben will man ja erst recht zeigen, sieht man ja nicht so oft, nur wenn sie ausgebracht und eingebracht werden. Und überhaupt die Kirche hier, kann man viel drüber reden oder lesen, so wie ich jetzt im Vorfeld, aber willst du schon zeigen, ist dann nochmal was anderes. Ist ja eine Zeigerkirche. Klingt komisch, ich weiß, aber ist ja so, jede Johanneskirche ist eine Zeigerkirche, jedenfalls wenn sie sich wie diese nach Johannes dem Täufer benennt. Der ist ja der Zeigende im christlichen Glauben, also der sagt, guck mal, ich zeige dir Christus. Johannes wird ja deshalb in der Regel mit einem ausgestreckten Zeigefinger dargestellt, so auch über mir hier auf dem Kanzeldeckel, langer Finger, wie das so ist, wenn wir was zeigen. Johannes ist wirklich so eine Art Zeiger in unserem Glauben, also so, dass du große Bilder à la Caspar David Friedrich davon machen könntest. Johannes in der Wüste vor den Ruinen des damaligen Glaubens, Johannes mitten auf dem Weg, dabei den Finger in die Wunden seiner Zeit legend, riesige Armut und dadurch empfindlich gestörte Gottesbeziehung, weil du kannst ja keine ungestörte Beziehung zu Gott haben und neben dir leidet dein Nachbar. Das geht individuell nicht und das geht auch kollektiv oder europäisch oder weltweit nicht, das kriegst du nicht hin. Sagen, mit Gott ist alles prima, aber ansonsten interessiert mich das Schicksal der anderen nicht. Also da zeigt Johannes drauf. Regionalkantor Fabian Kiopel dirigierte Chor und Orchester. Ehrengäste waren gekommen, unter ihnen der Ministerpräsident, Landräte, der Landeskonservator, um nur einige zu nennen. Der Bischof, der gemeinsam mit dem Pfarrer und Mitgliedern des Gemeindekirchenrates, Ministerpräsident Michael Kretschmer, erwartet, war erst am Pfingstsonntag in Görlitz, um die spanischen Trompeten, die neuen Pfeifen in der Sonnenorgel, in Dienst zu stellen. Wie damals bereits richtete er einige Worte an die Lausitzwelle Zuschauer. Ja, ein großes Fest. Ich freue mich sehr, heute in Reichenbach zu sein. 350 Jahre Wiedereinweihung der Kirche nach dem furchtbaren Brand damals und dazu die Weihe der Glocken oder das erste Läuten. Ein riesiges Fest und ich freue mich, dass so viele Christinnen und Christen hier im Herzen Europas sind, aus verschiedenen Ländern, Partnerstädten. Alle sind gekommen und jetzt wird gefeiert. Die St. Johanneskirche hat ihre Ursprünge im 13. Jahrhundert als Wehkirche und Erzpriesterstuhl des Bistums Meißen und erhielt ihre heutige Gestalt in den Jahren 1670 bis 74, in denen sie nach einem verheerenden Stadtbrand wieder aufgebaut wurde. Die prächtige Frühbarockausstattung mit seltenen Wandmalereien und eine restaurierte Ladegastorgel von 1866 machen sie zu einer denkmalpflegerischen Besonderheit, weit über diese Region hinaus. Künftig wird das Glockengeläut der St. Johanneskirche Reichenbach wieder weithin zu vernehmen sein. In den Kurznachrichten aus der Lausitz geht's zunächst nach Hoyerswerda. Und wie könnte es anders sein? Bei diesen Temperaturen starten wir mit einer Nachricht, die mit Wasser zu tun hat. Denn neben dem Lausitzbad soll bald ein Hotel entstehen. Das soll den Gästen dann ermöglichen, ihren Besuch noch zu verlängern. Wann wir den Bademantel also gar nicht mehr auszuziehen brauchen und ob im Hotel auch Kinder erwünscht sind, wir sagen es Ihnen. Die Stadt Hoyerswerda hat ein Grundstück direkt am Lausitzbad in Hoyerswerda für den Bau eines Familienhotels verkauft. Der Stadtrat gab dazu in der letzten Sitzung einstimmig grünes Licht. Den Zuschlag nach der Ausschreibung Anfang des Jahres erhält somit ein Gebot von Partner & Zieh aus Hamburg. Das eingereichte Nutzungskonzept sieht die Realisierung eines Familienhotels mit ca. 112 Zimmern und direktem Bademantelzugang zum Lausitzbad vor. Der vorläufige Kaufpreis beträgt knapp 260.000 Euro. Mit dem Zuschlag will das Unternehmen jetzt mit den konkreten Planungen für den Bau beginnen. Die Stadt Groß-Röhrsdorf bekommt einen Touristenparkplatz. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Gebaut werden soll er laut Beschlussvorlage auf einer Brachfläche an der Bahnhofstraße. Dadurch soll die positive touristische und kulturelle Entwicklung unterstützt werden. Laut Stadtverwaltung hat sich die Besucherzahl in den letzten 5 Jahren mehr als verzehnfacht.
wozu vor allem der in dieser Zeit neu eröffnete Rödersaal beitrage. Der Parkplatz soll 29 Pkw und 3 Caravan-Stellplätze umfassen. Er soll mit E-Ladesäulen ausgestattet werden und auch einen Trinkwasseranschluss bieten. Für die geplanten 4 Zufahrten fallen mehrere Längsparkplätze weg, für die am Bahnhof Ersatz geschaffen werden soll. Elsterwerda und Umgebung war in der Nacht vom 18. auf den 19. Juni vom Sturm erheblich getroffen. Über die entstandenen Schäden informierte sich nun CDU-Abgeordneter des Deutschen Bundestages Knut Abraham bei Bürgermeisterin Anja Heinrich. Die Naturgewalt traf die Region mit ungewöhnlicher Wucht und hinterließ zahlreiche beschädigte Häuser und Grundstücke. Abraham zeigte sich entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung. Besonders betroffen sind die Anwohner, deren Häuser und Grundstücke stark beschädigt wurden. Die Stadtverwaltung arbeitet mit Hochdruck daran, die Schäden zu erfassen und zu beseitigen. Bürgermeisterin Anja Heinrich betonte die Solidarität der Gemeinde und steht in engem Kontakt mit den zuständigen Organisationen, um die Hilfsmaßnahmen koordiniert durchführen zu können. Bei seiner ursprünglich geplanten Falkenberingung auf dem Turm der St. Marienkirche in Kamenz staunte Ornithologe Peter Schäfer nicht schlecht. Er fand statt eines Jungtieres 4 kleine Falken im Vogelkinderzimmer vor. Sie waren wohl zunächst unentdeckt geblieben, zumindest kann sich Schäfer die plötzliche Überbesetzung nicht erklären. Nun müssen 3 weitere Ringe beschafft werden und der Ornithologe demnächst erneut den etwa 40 Meter hohen Turmaufstieg auf sich nehmen. Denn ohne Schmuck soll kein Jungvogel bleiben. Durch das Beringen kann das Verhalten der einzelnen Vögel über einen großen Zeitraum verfolgt werden. Durch die Ringe werden wieder eingefangene oder tot aufgefundene Vögel identifiziert. Untersucht werden so unter anderem Vogelzug, Lebensdauer und Sterblichkeit. Die Matschenberg Offroad Arena lädt am 29. und 30. Juni zum 4. Lauf der FIA Autocross-Europameisterschaft nach Grunewalde ein. Gleichzeitig werden unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Michael Kretschmer 25 Jahre Europameisterschaft und 45 Jahre Autocross am Matschenberg gefeiert. Wie Ronny Gedan, Sprecher des gastgebenden MC Oberlausitzer Bergland, mitteilt, wurden im Zuge einer umfangreichen Streckensanierung mehr als 1500 Tonnen Material und unzählige Meter an neuen Leitplanken verbaut. Es starten über 100 Fahrer in verschiedenen Klassen. Der geplante Tourenwagenlauf kann allerdings nicht stattfinden, da die maximale Starterzahl von der FIA limitiert wurde. Die Rennen werden vor Ort auf 2 Videowänden übertragen. Das Albert-Schweitzer Familienwerk Brandenburg bietet ab sofort kostenfreie Nachhilfe für Spremberger Schüler an. Die Aktion soll Bildungsungleichheiten abbauen und den schulischen Erfolg der Kinder fördern. Der Unterricht findet flexibel und individuell angepasst statt, auch während der Ferien. Interessierte Eltern und Schüler sind eingeladen, sich persönlich im offenen Jugendtreff Spremberg anzumelden. Projektkoordinator Alexander Meske steht für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. Die Nachhilfe wird in Kooperation mit dem Online-Nachhilfeanbieter EasyTour umgesetzt. Letzte Woche haben die Schülerinnen und Schüler in Sachsen ihre Zeugnisse bekommen. Manche von ihnen hätten die Giftzettel vielleicht gerne versteckt, aber manche konnten die Ergebnisse auch feiern. Besonders das Abiturzeugnis ist ein Höhepunkt im Leben. Hier erkennt man vielleicht schon die Vorlieben und Fähigkeiten, die man dann im Berufsleben einsetzen kann. Doch was machen eigentlich diejenigen, die alles gut können? Wir haben uns mit einigen jungen Menschen getroffen, die in diesem Jahr die Traumnote 1,0 erreicht haben und damit in jedem Fach überdurchschnittlich gut waren. Wie schafft man das? Wie entscheidet man sich nun für einen geeigneten Beruf und am wichtigsten, was machen diese besonderen jungen Leute denn jetzt erstmal in den Sommerferien als Belohnung? Das sind sie, einige der klügsten Köpfe Sachsens, wenn man sie anhand ihrer Leistungen bemisst, die sie bei ihrer Abiturprüfung in diesem Jahr zeigten. Die Traumnote 1,0 zu erzielen und damit in jedem Fach überdurchschnittlich gut abzuschließen, das gelingt nicht vielen jungen Menschen, zumal ihre Schulzeit in die von Corona geprägte Zeit hineinfiel. Ganz unterschiedliche Leben haben die Schüler aus Hoyerswerda und Görlitz geführt, die sich vor der Lausitzwelle-Kamera unseren Fragen gestellt haben. Den Geheimtipp zur Traumnote haben sie zwar nicht, aber ein paar Hinweise konnten sie künftigen Absolventen geben. Ich denke auf jeden Fall Durchhaltevermögen.
auch wenn, jetzt sage ich mal, Chemieaufgaben nicht so gut sind, dann muss man durch. Aber wenn man sich dahinter setzt, ein Ziel hat, wofür man kämpfen möchte, ich glaube, dann kann das jeder packen. Ich habe nicht so viel mehr gelernt als andere, würde ich sagen. Mir ist schon vieles auch zugefallen, aber halt natürlich so dranbleiben, immer wieder, auch wenn es nervig ist, gegenseitig hochpushen und dann hat es funktioniert am Ende. Ihre Schulzeit fassen Diego und Xenia so zusammen. Sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Es war interessant, man hat viel gelernt. Und was ich eigentlich interessant finde, ist, dass man sich gar nicht so an die ganzen Schulsachen besonders erinnert, sondern vielleicht eher an die Sachen, die man erlebt hat oder die Sachen, die man so zwischenmenschlich gelebt und gelernt hat. Einfach dieses soziale Umfeld, dass man immer früh was hatte, wo man hingehen konnte, wo man immer Leute hatte, mit denen man reden konnte und solche Sachen. Und das hat man besonders bei Corona gemerkt, dass es dann doch fehlt. Also Corona war keine schöne Zeit. Und ich war eigentlich immer nicht so der super gute Schüler, aber ich habe dann angefangen, in der 10. Klasse habe ich da angefangen, so mal mir ein bisschen Mühe zu geben, weil ich dann eine Freundin hatte, die ich immer noch habe. Und dann ab da ging es dann bergauf. Die 7 Jahre jetzt hier am Joanneum waren wirklich sehr anstrengend, aber auch schön. Man hat viele Freunde kennengelernt, viele schöne Erinnerungen, die man jetzt hier mitnimmt. Gerade auch die Abi-Zeit, obwohl man immer denkt, oh, das ist so viel Lernen, das ist so schwierig. Aber gerade die fand ich eigentlich sehr schön, gerade auch mit diesem Zueinander, mit Freunden, dass man sich austauschen kann. Was hast du schon gelernt? Wie viel hast du schon gelernt? Das war wirklich schön und das sind schöne Erinnerungen, die man mitnimmt. Offenbar gut gegenseitig motiviert haben sich auch Konstanze und Viktoria, die ihre Traumnoten im Augustum-Annen-Gymnasium in Görlitz geschafft haben. Wir hatten auch einige Fächer schon zusammen und da konnte man auch immer mal nachfragen, wenn man was nicht gut verstanden hatte und sich so austauschen gegenseitig, auch natürlich in den anderen Kursen. Also wenn Konstanze jetzt in einem anderen Kurs war und ich in einem ähnlichen Kurs, aber wir halt unterschiedliche Lernweisen auch hatten, konnte man sich da auch mit den Methoden oder den Erklärungen des Lehrers auch gut austauschen. Und ich würde schon sagen, dass das einen Einfluss auf uns hatte, ja. Aisha, die ihren Abschluss in Hoyerswerda absolviert hat, stammt zum Beispiel aus den Niederlanden und ging dort zur Schule, hat aber auch bereits in Neuseeland und Kanada gelebt. Erst in der 10. Klasse kam sie ans Joanneum, wo sie herzlich aufgenommen wurde. Am Joanneum, also ich bin hierher gekommen und ich wusste noch nicht genau, wie mache ich das. Ich bin mitten im Jahr gekommen, also ich bin erst im November hierher gekommen, mitten in der 10. Klasse. Und in dieser Klasse schreibt man ja auch die BLS. Und ich war erstmal ganz verwirrt und ich wusste, weil es waren neue Schüler. Es war auch teils anderer Stoff als in den Niederlanden. Und jetzt muss man natürlich auch die Fachsprache in den Fächern, also das nutzen die Lehrer dort. Und das kannte man halt nicht so in den Niederlanden. Und da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. Aber die Schüler waren sehr offen. Also die haben mich gleich integriert. Und auch die Lehrer haben ihr Bestes gegeben. Sie haben zum Beispiel mich geholfen mit Nachhilfe oder haben Dinge noch mal erklärt, sodass ich es richtig verstehe. Und so habe ich mich gleich wie zu Hause gefühlt. In Görlitz sind die Nachbarländer schon per se in der Nähe. Hat das einen Einfluss auf die gute Ausbildung? Ja, ich glaube schon, dass das Besondere ist, dass man hier die polnische Grenze so direkt daneben hat. Und dass man da natürlich sehr viel mit der Sprache so im Einfluss kommt und in Berührung kommt und auch natürlich viele polnische Schüler hier an der Schule waren und das ist schon was Besonderes, wenn man so immer gewohnt ist eigentlich, dass überall alles in zwei Sprachen gemacht wird, geredet wird, auch beim Abiball beispielsweise. Und ich würde auch sagen, das ist ein ganz großer Vorteil von der Schule, dass man hier so, ich würde sagen, sehr offen und sehr tolerant wird und dass man so viele Möglichkeiten hat, in verschiedene Kulturen und Nationalitäten Einblick zu gelangen. Ich denke, das ist ein sehr schönes Miteinander und ein auch sehr großer Vorteil von dieser Schule, dass hier so viel Unterschiedliches angeboten wird. Lausitzwelle wünscht allen Schülern viel Erfolg für ihre Zukunft. Gerne dann bald wieder in der Heimat, in der Lausitz. Wir sind die Region, genauso wie ihr. Ihr habt Talent, genauso wie wir. Zusammen geht's besser, ihr werdet es merken. Gemeinsam verdoppeln wir unsere Stärken. Pläne gedeihen, Ansprüche wachsen. Bei 600.000 Kunden in Sachsen. 600.000 Mal sagen wir, klar, wenn ihr uns braucht, dann sind wir da. Weil es um mehr als Geld geht.
Erleben Sie die Fußball-Europameisterschaft 2024 live und hautnah beim Public Viewing im Zentralpark Hoyerswerda, direkt an der Stadtpromenade 11. Freuen Sie sich auf spannende Spiele des deutschen Teams auf der riesigen 12 Quadratmeter HD-Leinwand. Für beste Stimmung sorgen gemütliche Sitzplätze, Stehplätze auf den Traversen sowie ein tolles Rahmenprogramm mit Torwandschießen, Hüpfbogen und erfrischenden Getränken. Erleben und genießen Sie das einzigartige Gemeinschaftsgefühl, das nur der Fußball schaffen kann. Bringen Sie Ihre Freunde, Familie, einen Stuhl oder eine Decke mit und lassen Sie uns gemeinsam unvergessliche Sommerstunden verbringen. Zunächst geplant ist die Live-Übertragung für die Deutschlandspiele in der Vorrunde sowie für das Endspiel am 14. Juli. Kommt Deutschland weiter, übertragen wir selbstverständlich auch diese Spiele live. Der Bereich öffnet jeweils 60 Minuten vor dem Anpfiff. Public Viewing im Zentralpark Hoyerswerda ist ein gemeinsames Angebot von Wohnungsgesellschaft und Lausitzhalle Hoyerswerda. Na, TV-Umstellung verpasst? Kein Problem. Bei Pure. Hol dir gratis Kabelfernsehen in HD und Streaming einfach nach Hause. Dazu gibt es Internet mit bis zu 1000 Mbits. Jetzt zum Testsieger wechseln auf pure.com. Die Burgfestspiele auf der Jakobsburg in Mordka. Die Töchter der Burg. 19. bis 21. und 26. bis 28. Juli. Ein fantastisches Open-Air-Ritterspektakel in der Zukunft mit Musik und atemberaubender Action. Karten im Vorverkauf in der Burg per Telefon unter 035 724 56 92 16 und übers Netz direkt unter jakobsburg.de. Willkommen zurück. Auch in der Lausitz werden immer wieder freie Fassaden oder Stromkästen mit Farbe besprüht und Bilder oder Texte beispielsweise der Lieblingsfußballmannschaft hinterlassen. Doch ärgerlich wird es, wenn die Kunstwerke dort entstehen, wo sie nicht hingehören und hohe Reinigungskosten verursachen. So geschehen am Montag in Neusalza-Spremberg. Hier wurde der Bahnhof mit einem Hakenkreuz beschmiert. Mehr dazu jetzt in unseren Blaulichtmeldungen. Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte in den frühen Morgenstunden des 24. Juni den Bahnhof in Neusalza-Spremberg. Dabei stellten die Polizisten fest, dass am Bahnhofsgebäude der Schriftzug Welcome to Hell und ein Hakenkreuz mit einer Gesamtgröße von 1x1 Meter in roter Farbe aufgesprüht worden war. Dies wurde fotografisch gesichert und eine Anzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gefertigt. Beamte des Polizeireviers Bautzen haben am Montagabend einen E-Scooterfahrer auf der dortigen Rosenstraße angehalten. Ein Drogentest bei dem 30-jährigen Deutschen verlief positiv auf Cannabis und Amphetamine. Ein Atemalkoholtest ergab zudem umgerechnet 1,16 Promille. Die Beamten ordneten die Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Offenbar unbeeindruckt stieg der Mann wieder auf den Roller und wurde circa eine Stunde später an der Friedensbrücke in Bautzen erneut angetroffen. Diesmal lag der Atemalkoholwert bei umgerechnet 1,04 Promille. Der Drogentest verlief erneut positiv. Eine weitere Blutentnahme und die Sicherstellung des E-Scooters waren die Folge. Der Mann muss sich nun für seine Taten verantworten. Im Lausitzwelle-Kalenderblatt gehen wir heute ganz nah an die polnische Grenze. Es geht um einen Berg, eine Glocke und eine mysteriöse Kirchruine in Bad Muskau. Das Lausitzwelle-Kalenderblatt. Zum Schützenfest im Juni 2006 stiftete die Muskauer Schützengilde die Glocke der Versöhnung. Sie steht seitdem auf einem hölzernen Glockenturm neben der Bergschen Kirchruine. Die heute am östlichen Siedlungsrand des Ortsteils Berg gelegene Ruine der aus Feldsteinen errichteten Kirche ist das älteste Gotteshaus Muskaus. Über ihre Entstehung weiß man nicht viel. Von den drei Glocken, die später in die neue Stadtkirche kamen, trug die kleine die Jahreszahl 1408. Schon in vorreformatorischer Zeit wurde das Gotteshaus zu klein, sodass in Folge die Stadtkirche errichtet wurde. Die Bergsche Kirche wurde dann noch für sorbische Gottesdienste genutzt, nach dem Bau der Andreaskirche noch als Begräbnisstätte. Nach dem Stadtbrand von 1766, bei dem auch die anderen beiden Gotteshäuser ausbrannten, wurden in ihr noch einmal für 20 Jahre sorbische Gottesdienste abgehalten. Danach setzte der Verfall ein.
Im Jahr 1955 wurde die Ruine schließlich unter Denkmalschutz gestellt und in den 1990er Jahren saniert. Heute kann man hier bei einer Wanderung durch den Muskauer Bergpark verweilen und die Aussicht auf die Pücklerstadt samt Park und neuem Schloss genießen. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachdem Sie gestern im Wetter nichts hörten, hören wir nun hoffentlich heute mehr. Wir bitten Sie, den technischen Fehler zu entschuldigen. Jetzt also für Sie in Bild und Ton, Wetter und die Lausitzwelle Veranstaltungstipps. Das Feuerwehrfest Heinewalde, das am 28. und 29. Juni in der Turn- und Festhalle stattfindet, verspricht ein ereignisreiches Wochenende zu werden. Besucher können sich auf eine Bierprobe am Freitagabend sowie Musik und Tanz an beiden Tagen freuen. Der Samstag bietet zusätzlich ab 13 Uhr Kaffee und Kuchen, gefolgt von musikalischer Unterhaltung durch die Feuerwehrkapelle und Aktivitäten wie Bogenschießen und Spaß für Kinder. Für das leibliche Wohl ist mit einer Auswahl an Grillgerichten, Pfannenspezialitäten und Getränken vom Zapfhahn gesorgt. Auf Ihr Kommen freuen sich die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heinewalde. In dieser Woche bietet sich in diesem Jahr die letzte Gelegenheit, die Konzerte im Kulturgarten des Sorbischen Nationalensembles an der Friedensbrücke zu genießen. Das Line-up verspricht noch einmal musikalische Höhepunkte. Beginnen werden am 27. Juni die Akkordeonisten des Duo Kraczkowski, welche mehrfach mit Preisen und Urkunden ausgezeichnet wurden. Von französischen Chansons über klassische Kompositionen von Bach, Mozart und Vivaldi bis zu jiddischem Klezmer ist alles dabei. Lassen Sie sich von der mitreißenden Spielfreude der beiden unglaublich virtuosen Musiker begeistern. Genießen Sie im Findlingspark Nochten beim ersten Sommerfest des Jahres die Ruhe des Parks bei einem entspannten Abendspaziergang und bei einem kühlen Getränk. Für die kulinarische Verpflegung ist gesorgt. Gegen 19 Uhr gibt es dann außerdem musikalische Unterhaltung vom Duo Two Pieces aus Spremberg. Das Wetter in der Lausitz war heute recht schwül, bei sommerlichen Temperaturen von 31 Grad am Nachmittag, welche dann am Abend auf 18 Grad abfallen. Der Himmel war größtenteils bewölkt. Morgen soll es dann am Nachmittag kurz gewittern, den Rest des Tages bleibt es dann größtenteils trocken. Die Temperaturen belaufen sich auf 28 Grad nachmittags und 19 Grad abends. Im Hochland soll es außerdem am Abend noch leichte Schauer geben. Am Freitag soll es dann erneut Gewitter am Nachmittag geben, bei Maximaltemperaturen von 29 Grad, welche bis in die Nacht auf 19 Grad abfallen sollen. Außerdem soll es an diesem Tag noch sehr windig werden. Der Samstag soll dahingegen trocken bleiben mit einem klaren Himmel. Die Höchsttemperaturen betragen sonnige 28 Grad und kühle 13 Grad am Abend. Und das war sie, die Drehscheibe Lausitz für diesen Mittwoch. Im Lausitzwelle Fernsehen, im Kabel oder im Internet-Livestream folgt jetzt hier im Anschluss die Regionalzeit für die Westlausitz mit meiner Kollegin Chiara Bischoff. Die nächste Drehscheibe Lausitz mit Infos aus allen Regionen der Lausitz gibt's hier dann morgen wieder ab 18 Uhr und um 18.30 Uhr auf Sachsen 1, wenn Sie mit der Schüssel über Satellit zuschauen. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Auf Wiedersehen. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.